Hallo YouTube, in dem Video Das Integral hatten wir hier diese rote Fläche angenähert durch diese grün-blauen Rechtecke und wir hatten folgende Formel herausgekriegt für die rote Fläche. Und zwar hatten wir gesagt, dass wir einen Grenzwert nehmen von der Breite der immer kleiner werdenden Rechtecke, die soll gegen 0 gehen. Dann haben wir gesagt, es ist eine Summe aller Rechtecke, weil wir wollen ja die Rechtecke aufsummieren, um die rote Fläche zu kriegen. Und haben dann irgendeinen Wert rausgekriegt, zum Beispiel ein Drittel. Um das Ganze jetzt ein bisschen mathematischer zu schreiben und nicht so, naja, nicht mathematisch zu schreiben, können wir das Ganze ein bisschen anders schreiben. Und zwar das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen ein wirkliches Zeichen der Mathematik, das heißt ein Integralzeichen. Das ist eigentlich nur das Zeichen, das sagt wirklich Summe. Das heißt, das S wurde ein bisschen länger und ein bisschen größer und dann wurde es ein bisschen umgeknickt. Aber im Endeffekt ist es trotzdem noch ein S für Summe. Und dann machen wir Folgendes. Wir haben hier vorne Rechteck hingeschrieben und haben es auch wirklich dahin gemalt, aber Mathematiker malen nicht gerne. Das heißt, sie schreiben da wirklich auch die Fläche für das Rechteck ein. Das heißt, f von Delta x mal Delta x und dann dementsprechend noch mit dem Grenzwert und so weiter. Aber die Mathematiker, denen ist was aufgefallen. Und zwar hatten sie eine brillante Idee. Und zwar hatten sie keine Lust, jedes Mal vorne vor zu schreiben, Limes Delta x gegen 0, sondern sie haben das ganze Ding hier vorne reingepackt, in dieses Delta x. Das heißt, anstatt ein Delta x zu schreiben, haben sie hier ein dx hingeschrieben. Dx einfach nur, weil es sozusagen das kleine Delta ist. Anscheinend ein großes Delta, haben sie jetzt hier ein kleines Delta. Und das heißt einfach nur, dass es immer kleiner wird. Hier, das ist der Grenzwert von Delta x gegen 0. Und deswegen steht da jetzt ein dx. Die andere Sache, die sie gemacht haben, ist natürlich, hier drin haben sie nicht mehr f von Delta x gesagt, sondern f von generell x. Aus dem ungefähr gleichen Grund, und zwar wieder, dass es hier der Grenzwert von Delta x gegen 0 ist und dass man im Endeffekt ja die Fläche unterhalb der Funktion wissen will. Das heißt, wir hatten das Rechteck hier aufgeteilt in diese Formel und den Limes hatten wir hier hinten einfließen lassen und dann würde dahinter stehen zum Beispiel gleich ein Drittel. Jetzt kommt aber noch eine Besonderheit. Und zwar muss man bei dieser Schreibweise auch noch die Grenzen angeben. In diesem Fall hatten wir hier linke Grenze 0, rechte Grenze 1. So hatten wir das gemacht. Das heißt, unten gibt man die linke Grenze an, oben die rechte Grenze. Das hat folgenden Sinn. Bei manchen Funktionen will man nicht nur die Fläche von 0 bis 1 wissen, sondern bei manchen Funktionen will man vielleicht auch andere Flächen wissen. Das heißt zum Beispiel die Fläche von 4 bis 12. Und dann hat es wieder Sinn, diese Grenzen hier anzugeben, weil man will ja nicht die Fläche von 0 bis 1 immer wissen, sondern manchmal will man auch andere Flächen wissen. Und das packt man dann hier oben rein. Jetzt ist aber das Problem bei dieser generellen Schreibweise, kommt ja nicht immer ein Drittel raus. Die Fläche ist nicht bei allen Funktionen gleich groß. Das wäre ja ein bisschen schwachsinnig. Das heißt, wenn wir da eine andere Funktion einsetzen, kommt hier hinten auch eine andere Sache raus. So, und da gibt es nämlich jetzt, also ich schreibe es einmal nochmal hin, wir haben das Integral von 0 bis 1 von f von x dx, so spricht man das. Und das ist dann gleich irgendein Wert, zum Beispiel ein Drittel, wenn die Funktion x Quadrat ist. Dann wäre das hier ein Drittel. Wie kommt man nun auf die ein Drittel? Das ist jetzt die spannende Frage. Und ich werde noch mal eben was ranholen, was wir nämlich beim Ableiten gemacht haben.
Und zwar haben wir bei dem Video Ableitung an einem Punkt und dem Video einfacher Ableiten folgendes gemacht. Wir hatten die gleiche Funktion, f von x gleich x Quadrat, und wir wollten wissen, was ist denn jetzt überhaupt die Ableitung, das heißt die Steigung der Funktion. Und was wir zuerst gemacht haben, ist, wir haben einfach gesagt, ja, was ist denn das an der Stelle 1? Dann ist da rausgekommen 2. Was wir danach gemacht haben, ist, wir haben das umgewandelt und haben gefragt, was ist denn die Ableitung an der Stelle x0? Das heißt, wir haben da irgendeine Variable eingesetzt. Und was dann rauskam, war natürlich 2x0. Wenn ihr das nochmal wissen wollt, dann einfach zurück in die Videos einfacher ableiten und Ableitung an einem Punkt. Und so haben wir dann eine generelle Ableitung für f von x gleich x Quadrat gefunden. Das gleiche können wir auch hier oben machen. Und zwar nehmen wir hier nochmal alles genau gleich, das heißt f von x, dx und so weiter. Es sind ja immer noch Rechtecke, die wir da addieren wollen. Aber wir nehmen nicht einfach wieder von 0 bis 1, sondern wir gehen diesmal von 0 bis x. Das heißt, hier oben ist der springende Punkt. Hier oben gehen wir bis x. Genauso wie wir hier vorne an der Stelle x0 geguckt haben, gehen wir jetzt bis x. Und dementsprechend kriegen wir dort hinten auch nicht mehr irgendeine Zahl raus, sondern dementsprechend kriegen wir hinten auch wirklich eine Funktion raus. In diesem Falle wäre die Funktion, Entschuldigung, mit Gelb, in diesem Falle wäre die Funktion 1 Drittel x hoch 3 gewesen. Wenn man das jetzt generell aufschreiben will, das heißt, den Namen davon wissen will, dann ist das eine sogenannte Stammfunktion. Und die schreibt man einfach hin, indem man ein großes f benutzt, anstatt ein kleines f. Das heißt, einfach den Großbuchstaben benutzen, anstatt den kleinen Buchstaben, den wir bei der Funktion benutzen. Das heißt, wir können uns das jetzt nochmal aufschreiben. Das heißt, wir haben hier die Funktion f von x gleich x Quadrat. Und dann haben wir hier Ableitung f' von x gleich 2x und meinetwegen auch noch die zweite Ableitung f2' von x gleich 2. Und wir können jetzt auch nach oben gehen. Und zwar können wir auch die Fläche unter der Funktion wissen. Und zwar dafür haben wir dann diese Stammfunktion f von x gleich 1 Drittel x hoch 3. Und so wie ich das jetzt absichtlich aufgeschrieben habe, fällt vielleicht schon eine Sache auf. Und zwar eine sehr wichtige Sache. Was passiert, wenn wir eine Stammfunktion ableiten? F' von x. Also Groß F' von x. Wenn wir das machen, dann passiert etwas Besonderes. Wir kriegen nämlich unsere Funktion wieder heraus. Und das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Merken wir uns auch bitte. Wenn wir eine Stammfunktion ableiten, kriegen wir da unsere Funktion raus. Wenn wir die Fläche unter der Ableitung wissen wollen, dann ist das sozusagen, als wenn wir einmal nach unten gehen, Ableitung. Und wenn wir die Fläche wissen wollen, gehen wir wieder nach oben. Wenn wir die Fläche wissen wollen und davon die Ableitung nehmen, ist das auch, wir gehen einmal nach oben wegen Fläche und davon die Ableitung, das heißt die Steigung ist wieder nach unten. Das heißt, die Fläche ist sozusagen der Pfeil nach oben. Die Fläche unter einer Funktion ist das, was uns nach oben bringt. Und die Steigung in der Funktion bringt uns nach unten. Das heißt, um die Steigung an Punkten zu wissen, müssen wir die Funktion ableiten, um die Fläche zu wissen, müssen wir die Funktion aufleiten, egal was wir haben. Wir sind natürlich noch nicht ganz fertig, denn es gibt noch einen ganz wichtigen Satz, den ich auch noch gerne aufschreiben würde, und zwar folgenden Satz, beziehungsweise mathematischen Satz, und zwar, wenn wir das Integral von a bis b haben, das heißt zwei beliebigen Grenzen, über eine Funktion f von x dx, dann ist das die
Stammfunktion an der zweiten Stelle oder mit der zweiten Stelle dort eingesetzt, minus die Stammfunktion an der ersten Stelle dort eingesetzt. Und das untere Ding hier, das kann man noch mal ein bisschen genauer beweisen. Das werde ich aber nicht mehr in diesem Video machen. Wenn ihr das untere Ding hier bewiesen haben wollt, dann könnt ihr mir gerne einmal in Comments schreiben oder einfach eine persönliche Nachricht schicken und ich werde es einfach machen. Also, das ist wirklich kein Problem für mich. Ich kann das hier mit Links beweisen. Also, keine Sorge, dass ihr mir da irgendwas aufzwängen würdet oder so. Also, gucken wir uns das nochmal an. Was haben wir gemacht heute? Wir haben hier oben eingeleitet erstmal, da haben wir uns angeguckt, wie die Form ist, in der wir ein Integral aufschreiben, das heißt mit dem Integralstrich die Grenzen aufschreiben, dann die Funktion, dann mal dx und dann kommt da irgendein Wert raus. Wir haben gesehen, dass wenn wir hier oben die Grenze nicht einsetzen, sondern allgemein setzen, dann kriegen wir auch eine allgemeine Stammfunktion raus. Das heißt, eine Funktion, die allgemein die Fläche beschreibt. Was wir dann gesehen haben, ist, dass das hier sozusagen eine Ebene von Funktionen ist. Das heißt, die Funktion, die Ableitung, die zweite Ableitung und so weiter. Wenn wir die Steigung von irgendwas wissen wollen, dann geht das Ganze nach unten. Wenn wir die Fläche von irgendwas wissen wollen, geht das Ganze nach oben. Das heißt, wenn wir die Fläche von f von x wissen wollen, dann ist das Groß f von x. Wenn wir die Steigung von f von x wissen wollen, ist das f' von x. Am Ende haben wir dann noch diesen Satz hier unten aufgeschrieben, der ziemlich wichtig ist, und zwar, dass das Integral von einer Stelle bis zur nächsten Stelle, zum Beispiel 4 bis 12, über einer Funktion ist die Stammfunktion von der oberen Stelle bis minus die Stammfunktion von der unteren Stelle. Darauf müsst ihr achten, bitte. Zuerst das von oben, das heißt der Teil hier, minus die Stammfunktion von dem anderen Teil. Das heißt rechts minus links und nicht andersrum. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß.